Es gibt keine Möglichkeit, Bewusstsein überhaupt nur zu definieren. Was wird aus Bewusstsein gemacht? Wenn jemand Bewusstseinsforschung betreibt, dann ist er schon halb abgeschrieben. Dann heißt es schon, der kann schon gar nicht mehr wissenschaftlich sein. Dabei ist das Bewusstsein das wichtigste Element unseres Lebens. Wenn wir dieses Bewusstsein nicht hätten, wären wir auf der Stufe von Regenwürmern. Regenwürmer haben auch ein Bewusstsein, aber nicht ein so weit entwickeltes Bewusstsein wie wir als Menschen. Am Bewusstsein können Sie ermessen, wie weit wir evolutionär entwickelt sind. Ich unterscheide mich durch mein Bewusstsein von meinem Hund. Warum? Mein Hund ist ein wirklicher, hervorragender Mensch, den ich sehr schätze. Aber er hat nicht ein so weit entfaltetes Bewusstsein wie ich. Das werfe ich Ihnen vor. Das ist einfach so. Und dass die Evolution hat dafür gesorgt, dass der Hund eben nicht so weit mit seinem Bewusstsein ist. Ein Hund kann beispielsweise nicht die Frage stellen, was ist Bewusstsein? Ich kann das. Ich kann auch über Bewusstsein nachdenken. Ich habe auch ein Bewusstsein über das Bewusstsein. Der Hund kann das nicht. Gott sei Dank, der ist vielleicht ganz froh darüber, dass es nicht kann. Aber das ist ganz entscheidend für uns, evolutionär weiterzukommen. Dadurch, dass ich ein Bewusstsein über ein Bewusstsein habe, kann ich über Bewusstsein nachdenken und kann fragen, was kann man mit diesem Bewusstsein anstellen? Wozu ist es tauglich? Was nützt mir dieses Bewusstsein, wenn ich es habe? Wie kann ich das für die Menschheit einsetzen? Alle Erfolge und alle Erkenntnisse, alle Ideen und alle Fortschritte in der Evolution laufen über das Bewusstsein. Bewusstsein ist von elementarer Bedeutung. Wenn noch nie hat ein Hunger einen Nobelpreis verdient, das ist völlig unmöglich. Ich will auch nicht unbedingt sagen, dass Bewusstsein nur von Nobelpreisträgern entwickelt werden kann. Aber es ist eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für Evolution. Auf dem Weg über das Bewusstsein nachzudenken, begegnet einem eine Erfahrung oder eine Tatsache, die uns auch weiterhilft, uns selbst besser zu verstehen. Und diese Erfahrung stammt aus dem letzten Jahrhundert. Es ist ein Gesetz, ein physiologisches Grundgesetz, das von Weber-Fechner entdeckt worden ist. Dieses physiologische Grundgesetz hilft uns auch, rational zu verstehen, warum Heiler rational in der Realität tatsächlich Erfolge haben können. Und zwar aus folgendem Grunde. Das Gesetz ist das Weber-Fechnersche Gesetz, das in der Physiologie erkannt worden ist und messtechnisch nachweisbar wird und nichts anderes sagt, als wir nehmen unsere Umwelt wahr, nicht über die Reize selbst, die wir messen können, die wir mit unseren physikalischen Instrumenten ja messen können. Ich kann jeden Ton mit Hilfe eines Apparates in seiner Intensität messen. Ich kann auch über jedes Lichtsignal über Detektoren feststellen. Ich kann genau messen, wie hoch die Intensität des Lichtes ist oder die Intensität eines Tones. Ich kann einen Geschmack testen und genau sagen, dieser Geschmack hat die und die Intensität. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, das Weber-Fechnersche Gesetz sagt, wir als Menschen nehmen unsere Umgebung nicht über die Intensität, nicht über die linearen Intensitäten wahr, sondern über die Logarithmen dieser Intensität. Sie glauben nicht, wie bedeutend das ist. Das heißt, unsere Wahrnehmungswelt ist nicht die Welt unserer physikalischen Instrumente. Unsere physikalischen Instrumente nehmen die Intensitäten, die Kräfte, alles, was linear messbar ist, wahr. Aber wir selbst nehmen gar nicht diese linearen Signale linear wahr.
sondern wir nehmen sie sogar mit Beschwerden. Das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Unsere Wahrnehmungswelt, das, was wir fühlen, das, was wir empfinden, unterscheidet sich dramatisch von dem, was wir messen. Wenn ich mit einem Apparat alle meine Gefühle messen würde und das, was in meinem Organismus abläuft, käme ich zu einem ganz anderen Bild, als ich wirklich habe. Wir empfinden die Welt ganz anders, als sie uns linear begegnet, als sie dem Physiker, dem Ingenieur, dem Detektor, den ich einsetze, überhaupt wahrnehmbar wird. Das bedeutet beispielsweise, ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Wenn Sie das Hören, die Hörsignale, die Lautstärke, nach der Lautstärke wahrnehmen würden, würde dann immer, wenn ein Düsenjäger über Ihren Kopf hinwegfällt, würden Ihnen sämtliche Tonhöhlen platzen. Das passiert nicht. Einfach deswegen, weil wir geschützt sind durch diese logarithmische Wahrnehmbarkeit. Wir nehmen nicht die Intensität selbst wahr, sondern den Logarithmus der Intensität. Der Logarithmus ist viel, viel schwächer als die lineare Wahrnehmbarkeit. Wir werden also in gewisser Weise durch das Weber-Fechnersche Gesetz abgeschirmt von allzu starken Lautstärken, von allzu starken Helligkeiten, von allzu starken Intensitäten des Geschmacks, der Berührung und so weiter. Das nehmen wir sehr, sehr stark gedämpft vor. Und das schützt uns davor, in einen Bereich hineinzukommen, den wir als äußerst gefährlich betrachten müssen, weil er uns sozusagen schmerzhaft und möglicherweise völlig zerstörerisch wahrnehmen ließe, dass wir uns in einer Realität befinden, die wir nicht mehr vertrauen können, die nicht mehr erträglich wäre. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber jetzt kommt die Kehrseite. Das bedeutet nämlich, wenn wir nach immer höheren Intensitäten gehen, wird im Verhältnis zur Intensität selbst das Signal immer weniger stark wahrnehmbar. Das heißt also, wenn ich geblendet werde von Licht, dann kann ich zwischen kleinen Unterschieden in der Lichtstärke gar nicht mehr unterscheiden. Durch die logarithmische Wahrnehmbarkeit habe ich die Fähigkeit verloren, kleine Unterschiede in den Signalen noch wahrnehmen zu können. Genau das Gegenteil trifft für sehr schwache Signale zu. Für Signale, die sich weit unterhalb dieser gewöhnlichen Signalgrenze befinden. Wenn ich zum Beispiel die Lautstärke immer kleiner werden lasse, dann tritt dann der Fall ein, dass ich sie immer besser wahrnehmen kann im Vergleich zu meinem Detektorsystem. Ich werde immer empfindlich, kann immer besser hin. Und ich höre auch immer besser hin. Nehme auf diese Weise eine Welt wahr, die sich meinem Detektorsystem verschließt. Zum Beispiel bei der Elektrorezeption, die Fische da haben. Fische können über hunderte von Kilometern wieder genau an den Platz zurückkehren, an dem sie geboren sind. Das nehmen die durch solche extrem wichtigen Signale wahr, die wir technisch überhaupt nicht mehr nachvollziehen können. Wir wissen nur, dass sie es machen. Aber wir wissen gar nicht, wie sie es machen, was sie machen müssen. Sie folgen dem Weber-Fechnerschen Gesetz, sie nehmen das logarithmisch wahr. Sie haben eine Wahrnehmungswelt, die sich unserer Physik, unserer Technik traumatisch beschließt. Sie können eine Taschenlampe-Batterie noch auf hunderten von Kilometern theoretisch wahrnehmen. Wenn ich also jetzt hier in München eine Taschenlampe-Batterie zeige, hat ein Fisch noch die Möglichkeit, diese Taschenlampe-Batterie noch wahrzunehmen. Und seine Welt besteht aus solchen Signalen, die wir überhaupt nicht mehr aufschlüsseln können, die wir überhaupt nicht mehr verstehen können. Und wir haben diese Fähigkeit bei weitem nicht verloren. Auch wir haben sie. In unserem Wahrnehmungsbewusstsein haben wir eine Welt, die wir gar nicht mehr verstehen können, die wir gar nicht mehr aufschließen können, bei der wir überhaupt nicht mehr wissen, wo was an welcher Stelle geschieht. Wir sind in einer Welt, in der wir uns ständig von Gefühlen, so was nennt man Gefühl, von Gefühlen überwältigt werden, ohne dass wir diese Gefühle nur zuordnen können. Das sind die
diese Gefühlswelle, die sich auf diese Weise aufbaut, die Wahrnehmungswelle. Wir werden von Gefühlen geleitet, aber nicht mehr von auflösbaren Signalen. Das ist unsere Gefühlswelt, das ist die Wahrnehmungswelle nach den Weber-Fechner'schen Gesetzen. Gerade die schwachen Signale sind es, die besonders gut wahrnehmbar sind. Das ist eben evolutionär von großer Bedeutung. Solche Gefühle sind es aber, die uns oft sagen, ah, da muss ich vorsichtig sein, wir wissen es gar nicht, wir können es rational nicht erfassen, aber diese Gefühle sind da. Und wir machen einen großen Fehler, wenn wir sagen, das ist unwissenschaftlich oder wir können das nicht auflösen. Der größte Fehler besteht darin, das nicht ernst zu nehmen, sich dessen nicht bewusst zu werden und nicht zu wissen, dass es außerordentlich wichtig ist, einer solchen Gefühlswelt ausgesetzt zu sein, weil diese Gefühlswelt letztlich uns steuert und weil diese Gefühlswelt es ist, die auch untereinander bewegt und verändert werden kann, beeinflusst werden kann. Wir beeinflussen uns ständig über eine solche Gefühlswelt. Und das ist legitim. Das, was in der Realität abläuft, ist diese Gefühlswelt, die wir ständig ausgesetzt sind und die wir zu beeinflussen versuchen. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden keinen Menschen mehr beeinflussen wollen und sagen, verkehren mit dem nur noch schriftlich oder per E-Mail und so weiter. Dann würden wir auf dieses bedeutende Potenzial, das wichtigste Potenzial, das sich die Menschheit entwickelt hat, vollkommen verzichten. Und Sie können sich vorstellen, was dabei herauskommt. Gut, in Amtsstufen ist das so üblich inzwischen. Aber was dabei herauskommt, ist das nicht. Auf dieser Basis greift ein Mensch ein, wenn er versucht, sich einem anderen zuzuwenden. Auf dieser Basis läuft diese Kommunikation ab. Allein schon, da hat die Wissenschaft schon natürlich recht, sagen, ja, die Zuwendung allein ist natürlich sehr wichtig. Das ist richtig, aber es muss immer wieder gesagt werden. Eine Zuwendung allein hat aber auch nicht nur einen Adressaten und einen Absender, sondern sie hat auch ein Motiv. Das Motiv wird auch erkannt. Wir können aufgrund des Weber-Fechner-Gesetzes durch diese Hellhörigkeit, durch diese Fähigkeit, sowas wahrzunehmen, eben auch in meisten Fällen relativ sicher erkennen, ob es jemand gut oder nicht gut mit uns macht. Sie können es zwar nicht als Beweis vom Gericht anführen, aber verlassen Sie lieber auf diese Fähigkeit als auf das spätere Urteil des Amtsgerichts. Und das haben wir untersucht. Wir wussten, dass wir, wenn wir eine Untersuchung auf so etwas einzulassen haben. Und wir haben, ich muss sagen, nach langem Zögern schließlich gesagt, wir lassen es mal drauf ankommen und untersuchen einfach mal Heiler, die freiwillig kommen, die wir kennen. Nach diesem Weber-Fechner'schen Gesetz, um herauszufinden, was sie bei einem Patienten bewirken. Wir können diese inneren Wahrnehmungsfähigkeiten als Patienten messen über das Weber-Fechner'sche Gesetz. Wir messen, wir nehmen physiologische Messwerte, in unserem Fall nehmen wir einfach nur die Leitfähigkeitswerte. Leitfähigkeitswerte sind physiologische Werte. Wenn man Leitfähigkeitswerte aufnimmt, kann man genau bei jedem dieser Leitfähigkeitswerte prüfen, ob er jetzt logarithmisch wahrgenommen wurde oder ob er linear wahrgenommen wurde. Wenn er logarithmisch wahrgenommen wurde, dann weiß ich, dass er einen erheblichen Beitrag zur Regulation des Patienten beiträgt. Wenn er nicht logarithmisch wahrgenommen wird, dann ist es eine lineare Wahrnehmung, die für die Regulation des Patienten ohne jede Bedeutung ist ein Zufallssignal, das einfach durch den Körper hindurch rauscht, ohne dass es überhaupt eine Information damit übertragen werden kann. Informationen können nur über die logarithmischen Signale dann aufgenommen werden. Ich kann sozusagen in die Informationswelt eines Patienten hineinschauen
und kann sehen, wie wird dieser Patient durch seine Wahrnehmung gesteuert. Man kann sich gegen diese Wahrnehmung nicht wehren. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt ein ungewohntes Gefühl und es macht genau das Gegenteil von dem, was ich empfinde, sondern man folgt dieser Empfindung, ob man will oder nicht. Man wird auf Dauer dieser Empfindung folgen müssen. Wir können also auf diese Weise ablesen, in einem Organismus, wenn ich die Leitfähigkeitswerte messe und davon ausgehe, dass diese Leitfähigkeitswerte über den gesamten Körper verteilt sind, dann kann ich herausfinden, welchen Teil der Wahrnehmung ich nachmessen kann und welcher Teil der Wahrnehmung auch für den Patienten von großer Bedeutung ist. Auf diese Weise habe ich die Möglichkeit, die Wahrnehmungsfähigkeit zum Prüfstand meiner Untersuchung zu machen. Wir haben das mit verschiedenen Patienten gemacht. Es wird jetzt zu lange dauern, wenn ich Ihnen all diese Details erklären würde. Ich möchte das mal zusammenfassen, die Erfahrungen ein bisschen beschreiben. Sie müssen mir einfach glauben, wenn ich jetzt hier keinen wissenschaftlichen Beweis vorlege. Wir haben das übrigens auch über ein Jahr lang getestet. Wir machen auch weiter. Und wir haben Erfahrungen gesammelt und konnten auf diese Weise herausfinden, wie das abläuft. Oder nicht vollständig, aber zum größten Teil. Ich darf vielleicht Herrn Drosselinakis auch erwähnen. Herr Drosselinakis war der Erste, der gekommen ist und gesagt hat, ich möchte jetzt auch einen solchen Beweis führen. Und allein schon die Tatsache, dass jemand kommt und sagt, ich möchte das wissenschaftlich beweisen, zeigt doch, dass er die Sache, dass er von sich überzeugt ist. Sonst würde er diesen wissenschaftlichen Nachweis aus dem Weg gehen, wo ihm er kam. Ich war leider am Anfang etwas begriffsstutzig. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man ein gesundes Skepsis hat. Und ich muss auch sagen, dieses gesunde Skepsis sollte man sich auch erhalten. Das gehört auch zu unserer Gefühlswelt, dass man diese gesunde Skepsis immer wieder aufbringt. Dieser Prüfstand gehört auch dazu. Und ich sage ganz bewusst, man sollte sich dieser inneren Stimme, die man hat, öffnen und vielleicht im Wesentlichen nach solchen Kriterien vorgehen. Nun gut, was habe ich bemerkt oder was haben wir getestet? Wir haben also Heiler, die zu uns gekommen sind, die sich freiwillig gemeldet haben. Wir haben gesagt, wir können heilen und wir haben solche freiwilligen Versuchspersonen aufgenommen und haben auch Patienten aufgenommen, die gerne eine solche Heilung erfahren hätten. Und von vornherein kann ich sagen, es ist ein bisschen übertrieben, wenn man glaubt, jede Heilung führt mit Sicherheit zu einem Wunder. Das ist nicht der Fall. Es hängt sehr stark von den Gegebenheiten ab. Es hängt sehr stark davon ab, wie die beiden beispielsweise zusammenpassen. Das war eine Erkenntnis, die wir gefunden haben. Es kommt auch auf die Motivation an. Die meisten Heiler sagen von sich, wir müssen völlig neutral sein und dürfen nicht motiviert sein. Wir müssen sozusagen die Heilungsimpulse durchgehen lassen, haben von oben. Und wir sind nur das Medium zur Übertragung dieser Impulse. Ich kann dazu nichts sagen. Das ist eine Frage, die ich bisher nicht beantworten konnte, weil ich den Heiler selbst, ich kann nicht in den Heiler hineinführen. Aber wir haben sowohl die Heiler als auch Patienten in den 30er-Jahren untersucht. Und nach diesem Weber-Fechnerschen Gesetz konnten auf diese Weise eines sehr deutlich zeigen. Mit der Methode ist es möglich, zumindest diese Wahrnehmungswelt des Patienten vor
ab der Heilung oder vor der Behandlung und nach der Behandlung zu vergleichen. Und in den meisten Fällen ist durch den Heilungsversuch eine solche Prozedur, meistens dauert meistens etwa eine Stunde, eine solche Prozedur führt in den meisten, überdurchschnittlich in den meisten Fällen, fast in allen Fällen kann man sagen, zu einem Erfolg, zu einer Verbesserung dieser inneren Wahrnehmungsfähigkeit, zu einer Verbesserung der Gefühle, die der Patient hat. Er hat eine deutliche Verbesserung der Gefühle, oft eine solche starke Verbesserung, die wesentlich stärker ist als das, was man mit den herkömmlichen Methoden der Medizin erreichen kann. Sei es nun Medikament, sei es nun eine Therapie, wir haben vorwiegend sehr viele Tumorpatienten, haben und das ist Krebspatienten. Ich kenne eine Patientin nur als Beispiel, als ein Extrembeispiel, das ich bisher wahrgenommen habe. Die kam aus Belgien, die war nicht mehr zu retten, die hatte vielleicht noch 14 Tage zu leben, war übersät mit Metastasen. Die wurde dann von mehreren Heilern behandelt, wir da heute waren. Das ist jetzt 2 Jahre her. Sie lebt. Sie ist noch nicht befreit, das muss ich dazu sagen. Ich rechne damit, dass sie nicht überlebt. Aber sie hatte Phasen in dieser Zeit, in der der Tumor wirklich zurückgegangen ist. Und allein durch diese Heilung. Und in Fällen, in denen sie dann große Schmerzen bekam, der Tumor wird, die Metastasierung geht auch weiter. Also sie hat subjektiv ein extrem gutes Empfinden. Sie lebt so wie wir auch. Sie hat keine Schmerzen. Und wenn sie Schmerzen bekommt, dann machen wir immer wieder eine Chemotherapie, weil wir keine andere Möglichkeit sehen. Diese Chemotherapie wird sie mit Sicherheit auch nicht überstehen. Aber wir wissen nicht, wie man anders vorgehen kann. Und wir können auch nicht gegen Gesetze verstoßen. Gesetze heißen, dass man in einem solchen Fall eben die herkömmlichen Methoden einsetzen muss. Wenn man das nicht macht, steht man mit einem Bein im Gefängnis. Das ist ein Fall auf der einen Seite. Wir wissen auch nicht, wie lange sie noch lebt. Es kann sein, dass sie, ich bin immer wieder überrascht, dass sie noch lebt. Sie wird jeden Tag gemessen auch. Sie können also aus jedem Tag ein Bild über ihre innere Wahrnehmung machen. Und man sieht auch, dass sie Schmerzen hat. Das kann man natürlich auch über solche Verfahren erkennen. Und wir wissen keine andere Möglichkeit, als auf diese Weise einzugreifen. Andererseits gibt es auch Fälle, wo ich gemerkt habe, dass die Heilung auch gar nichts bewirkt. Auch solche Fälle. Ich wäre verlogen, wenn ich das nicht sagen würde. Und wir wissen auch nicht, woher der Erfolg kommt, woher er nicht kommt. Ich glaube, dass es dadurch geschieht, dass der Heiler die Fähigkeit hat, in irgendeiner Weise sich dieses Bild, das der Patient hat, vorzustellen, dass er eine bessere Fähigkeit der Wahrnehmbarkeit von Empfindungen hat, die der Patient hat. Das heißt, sich sozusagen in diese Empfindungswelt besser hineinversetzen kann. Und dass hier auch eine Wechselwirkung zwischen den Empfindungswelten auftritt, die, das sind keine Placebo-Effekte, soweit wir das festgestellt haben. Das sind keine Placebo-Effekte. Woher wissen wir das? Weil wir diese Wahrnehmungswelt des Patienten in 5 Kategorien teilen, die wir mit Punkten oder mit Zahlen quantifizieren können. Dann bekommt man ein bestimmtes Muster. Jeder Patient hat sozusagen sein Leidensmuster oder sein Wahrnehmungsmuster. Er kann beispielsweise, er hat eine Wahrnehmung, die ihn dazu veranlasst, bei allem, was ihm begegnet, immer wieder nachzugehen und zu sagen, ich habe keine Persönlichkeit in dem Sinne, sondern ich muss es jedem recht machen. Solche Patienten gibt es. Die sind
Man kann das mit Hilfe des Weber-Fechner'schen Gesetzes zeigen, dass in ihrem Innern eine Wahrnehmungswelt abläuft, die völlig chaotisch ist. Diese Persönlichkeiten haben keine Möglichkeit zu strukturieren oder eine Meinung zu bilden und so weiter. Diese Menschen sind sehr stark auf Krebsgefährdet beispielsweise. Das sind die sogenannten überangepassten Menschen. Das heißt also, solche Prozesse laufen vielfach auch über die Psyche ab. Man kann dann solche verschiedenen Wahrnehmungsmuster, wir haben fünf verschiedene Muster, die fünf verschiedene Zustände kennzeichnen, zum Beispiel diese Überangepasstheit oder aber auch einen Zustand, in dem man sieht, bei dem ist die Lateralität gestört, da hat möglicherweise ein Störfeld auf einer Seite, der kann also nicht balancieren. Dann gibt es eine Möglichkeit, die Organsituation in einem Menschen, zum Beispiel manchmal haben sie ein unangenehmes Gefühl im Magen, wenn ihr Magen betroffen ist, wenn ihre Organe betroffen sind. Das kann man messen. Diese Organsituation kann man auch in einem Muster erkennen und kann das natürlich auch nutzen, um herauszufinden, wie man das behandelt. Sobald die Organsituation gestört ist, wird man vernünftigerweise eine Akupunktur beispielsweise einsetzen, um das zu verbessern. Oder wir können auch feststellen, ob das Bindegewebe geschwächt ist oder auch die Energiesituation. All das kann durch Muster dargestellt werden. Und nun stellt sich interessanterweise heraus, dass diese Muster zwischen Heiler und dem Patienten ausgetauscht werden können. Oder dass sie ein Austausch, eine Art von Übertragung dieser Muster stattfindet. Und diese Muster sind elektromagnetische Phänomene, sie sammeln sich hier um elektromagnetische Wellen, die eben über das Weber-Fechner'sche Gesetz letztlich logarithmisch wahrgenommen werden und unsere Gemütslage bestimmen. Diese Muster sind es, die oft, überall zufällig oft, zwischen dem Heiler und dem Patienten regelrecht ausgetauscht werden. Ich will Ihnen ein Beispiel, Ihr Beispiel vielleicht hier verwenden, kann das war das erste Mal, dass ich darauf aufmerksam wurde. Trostin Nagels hat einen Tumorpatienten behandelt. Und ich habe sein Muster, das Muster der Patienten, vor der Behandlung registriert und nach der Behandlung. Und zu meinem Erstaunen ist sein Muster nach der Behandlung das gleiche Muster gewesen, das die Patientin vor und während der Behandlung hatte. Ja, das Muster der Patientin aufgenommen. Das Krebsmuster der Patientin aufgenommen. Ich dachte, dass hier liegt eine Verwechslung vor, ihr Muster vertauscht. Das Muster der Patientin hat sich nicht geändert. Aber nachdem ich gesehen habe, dass ihr dieses Muster übernommen hatte, konnte ich feststellen, dass langsam innerhalb von etwa einer Stunde, ich habe wiederholt in dieser Zeit gemessen, sein Muster langsam wieder in das ursprüngliche Muster zurückgeht. Er hat also das Muster der Patientin übernommen und dann ging er wieder in sein ursprüngliches Muster zurück. Das bestätigt die Theorie, dass ein Heilungsprozess zuerst in den Heilen entsteht. Dann bei den Patienten. Ja, es muss nicht so sein, dass das immer so abläuft, dass die Patienten das Muster auf den Heiler übertragen. Das kann auch umgekehrt sein. Und man weiß auch nicht, was vorher passiert. Es kann also genau auch umgekehrt ablaufen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und das habe ich wiederholt erlebt. Ich habe auch wiederholt erlebt, zum Beispiel bei Patienten, die von einem neuen Heiler übernommen worden sind, dass am Anfang dieser Behandlungen solche Prozesse wieder sehr offen stattgefunden haben. Aber je öfter die Behandlung stattfand, umso mehr ermüdet in dieser Vorgang. Und man wusste nie mehr, was überträgt, aber es waren unterzufällig häufige Wechselwirkungen, die auf jeden Fall ausschließen, dass es sich um sogenannte Placebo-Effekte handelt und sie schließen auch aus, dass es sich hier um Charlatanerie handelt. Es sind echte Vorgänge, die wissenschaftlich erklärbar sind. Wenigstens
erklärbar in der Wechselwirkung. Wir wissen nicht, was in der Wechselwirkung in den Einzelnen abläuft, aber sie sind über das Weber-Feldmannsche Gesetz natürlich auch verständlich. Ich sehe, ich bin am Ende meines Vortrags angelangt und möchte am Schluss vielleicht mal kurz zusammenfassen. Wir stehen vor der Herausforderung heute, diese Heilwirkungen echt verstehen zu müssen. Das ist in gewisser Weise eine Überlebensstrategie für uns selbst, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen und die Fähigkeit und Möglichkeit auch zu nutzen. Ich kann nur sagen, die Gefahr einer Scharlatanerie ausgesetzt zu sein, ist aus meiner Sicht wesentlich geringer als der Nutzen, der verwendet werden kann, wenn man diese Möglichkeiten einsetzt. Und im Vergleich zur Wissenschaft ist die Scharlatanerie im Grunde genommen kaum von der Scharlatanerie der Wissenschaft zu unterscheiden. Vielen Dank, Herr Dr. Fritz Albert Koch, für diesen durchaus spannenden Vortrag.